Liebe Schwester, lieber Bruder, im Evangelium des zweiten Sonntags der Osterzeit begegnet uns Thomas. Thomas, der auf das Begreifen aus ist, der nicht glauben kann, was er nicht gefasst hat. Wie groß ist unsere Sehnsucht, zu greifen, zu fassen, gerade jetzt unter Kontaktsperre? Wie gerne würde man in den Arm genommen oder in den Arm nehmen? Wie gerne würde man auch den Leib Christi in den Händen halten. Und da spricht Jesus dem Thomas und uns zu: Selig, die glauben, auch ohne dass sie ergriffen haben, begriffen haben. Das ist das eine, was wir in dieser Zeit tun können, was uns diese Zeit aber auch lehren kann. Ein anderer Blick auf Thomas ist für mich das Warten. Eine Woche muss er warten, bis er begreifen, bis er erleben kann. Heute würden wir den ersten von drei Erstkommunion-Gottesdiensten feiern. Und so denke ich besonders an diesem Sonntag, an unsere Erstkommunion-Kinder, die warten müssen, bevor sie erleben können und auch das unter dem Vorzeichen des Wie wissen wir nicht. Aber es kommt, wie es auch für Thomas kam, dass er erleben konnte, dass er tatsächlich begreifen konnte. Der dritte Punkt ist für mich die Kammer, in die sich die Jünger zurückgezogen haben. Auch wir sind auf unsere Kammern, auf unsere Wohnungen geworfen. Und wir können diese Zeit fruchtbar machen, indem wir reifen. Reifen, wie auch ein guter Wein reift, in einer Kammer. Unseren Glauben vertiefen. Persönlich die Bibel studieren. Zu beten. Im Geist verbunden, aber doch auch selbst auf mich geworfen. Und so in einen Prozess einsteigen, den Tomáš Halík, tschechischer Priester und Theologe, betont als Christ werden, als eine persönliche Entscheidung. Ein Prozess gerade in dieser Zeit. Und das tun, was ich kann, mit meinem persönlichen Leben verkündigen, mit meinem Einsatz für andere, wie auch immer er aussehen mag, für andere einkaufen oder für andere zu Hause bleiben. Mein Leben zum Gottesdienst werden lassen, und das erfüllt mich mit großer Sorge, nicht verfrüht nach den gemeinschaftlichen Gottesdiensten zu rufen, ja, zu schreien.
Auch ich vermisse diese Gottesdienste. Aber seien wir geduldig. Warten wir wie Thomas, auch wenn wir nicht wissen, wie lange es gut und wichtig ist. Und lassen wir unseren Glauben im Herzen reifen, um Gott, um Jesus Christus als unseren Herrn und Gott zu erkennen. Amen.